Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo ihr Lieben, ich schmelze gerade, es ist wieder über 30 Grad, aber nichtsdestotrotz muss natürlich das Abendessen gemacht werden und ich werde heute wieder schummeln, das heißt heute wieder Kinder veräppeln Teil 2. Ich werde einen Nudelauflauf machen, wie letztes Mal, mit Hackfleisch und der Nudelauflauf wird grün sein. Der ist nämlich aus dem Garten. Aus dem eigenen Garten. Und den werde ich jetzt ganz schnell noch ja eben schummeln. Ich werde in einem Instant Pot Dampf garen, damit er auch so grün bleibt und werde dann anschließend ihn pürieren und eben als Soße über den Auflauf geben. Aber es kommen noch Zwiebeln mit rein, in die Hackfleischmasse dann aber und Knoblauch. Das zeige ich euch alles, wie ich das jetzt mir gedacht habe. So, und für den Dampfgarer brauchen wir Wasser. Dann so einen dreibeinigen Einsatz und ein Korb, in den jetzt unser Brokkoli gleich reinkommt. Jetzt schneide ich einfach mal die einzelnen Röschen ab. Gewaschen ist er schon. Jetzt gebe ich das einfach rein. Die ganz großen schneide ich noch ein bisschen auseinander. So, und jetzt, wo ist denn der Deckel? Da. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Zu. Den Ventil auch. Dann müssen wir hier auf dieses Programm gehen, auf Steam. Und dann die Zeit einstellen. Gut. Mal gucken. Und jetzt gebe ich einfach mal in die Pfanne ein bisschen Öl rein. Und mache schon mal die Pfanne an. Und schneide jetzt die Zwiebeln vor für den Nicer Dicer in dünne Scheiben. Und den Knoblauch auch gleich mit. So, und dann habe ich jetzt den Nicer Dicer schon vorbereitet und werde einfach die Zwiebeln klein machen jetzt. So, die Zwiebeln und Knoblauch sind durch. Das Öl in der Pfanne ist auch jetzt heiß. Und die Möhren, die reibe ich wie immer einfach mal auf der groben Reibe. So, das Hackfleisch ist schon etwas angebrutzelt. Also gebe ich jetzt einfach mal die Zwiebeln, die Knoblauchwürfelchen und die Möhren mit rein. So, jetzt salze ich das Ganze erstmal. Und Pfeffer. Und dann gebe ich noch ein bisschen Oregano hin. Und lasse das Ganze jetzt mal auch noch ein bisschen brutzeln. So, ich habe jetzt hier noch Frischkäse. Kommt auch mit in die Pfanne rein. Und ein bisschen habe ich den Rest hier von Schmelzkäse.
kam auch aus dem Kühlschrank erstmal raus. Gebe ich einfach mit dazu. Und ich rühre das Ganze einfach mal ein. So, ihr Lieben, der Brokkoli ist fertig. Der ist jetzt hier drin. Ich habe meinen alten Pürierstab jetzt nicht erstmal im Gebrauch, weil der hat für Stromausfall gesorgt. Hat mein Mann mir ein anderes aus dem Schuppen geholt. Aber von dem bin ich nicht begeistert. Ja, ich gebe jetzt einfach mal. Also man kann natürlich Sahne nehmen oder auch Milch, je nachdem wer was mag. Ich nehme das hier. Einfach gleich schon mal mit rein, dann püriert das sich einfacher. Natürlich auch ein bisschen Wasser dazu. So, natürlich muss die Soße auch erstmal ein bisschen gewürzt werden, aber Moment, ich gebe noch Dill mit rein. Und jetzt gebe ich einfach mal diese Soße hier rein. In die Pfanne, also Backofen heizt auch schon vor. Rühre das Ganze einmal um. Aufkochen muss ich das nicht mehr. Vielleicht ein bisschen Salz rein. Und jetzt gebe ich einfach die Nudeln dazu. Und ich merke, es ist nicht genug Flüssigkeit, also gebe ich einfach ein bisschen Wasser mit rein. Und dann habe ich hier wieder meinen Lieblingskäse, den Ofenkäse. Den packe ich jetzt halt einfach drüber. Jetzt mache ich einfach nur den Deckel drauf und dann kommt der Auflauf in den Backofen. Und wenn er fertig ist, zeige ich es euch. Der Auflauf ist fertig. Sieht richtig lecker aus und jetzt mache ich auf den Teller. Ja, und so sieht es aus. Etwas grünlicher Nudelauflauf. So, ihr Lieben, ich werde jetzt die Bande rufen, dann werden wir essen. Und dann werde ich dieses Video natürlich schneiden für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder spontan entschieden, nehme ich die Kamera mit oder nicht. Dann habe ich die jetzt mitgenommen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.